Ja. Lesen wir das hier doch. Okay, das ist leer. Das hier können wir gleich mal lesen, Leute. Saryonis Lektionen. Die Gesegneten am Sivi. Barmherzig, mächtig, geheimnisvoll. Dieser Band der Hierographa, das heißt der priesterlichen Schriften, wurde verfasst, zusammengestellt und kommentiert vom Erzkanoniker Tola Saryoni. Es ist der meistverkaufte der kommentierten Tempeltexte und von daher günstig zu erwerben und unter den Dunmern weit verbreitet. Saryoni hat die beliebtesten Lektionen sowie populäre Erklärungen der Glaubenssätze Vivex zusammengestellt. Der Text existiert in vielen verschiedenen Ausgaben. Edlere Ausgaben sind aufwendig mit Zitaten aus Vivex Glaubenslehre für die einzelnen Tage, Jahreszeiten und Festlichkeiten verziert. Gläubiger, lausche Vivek, der fünfmal spricht und dir die fünf Wege zeigt. Schmiede den leidenschaftlichen Glauben im Feuer des Leids. Präge dem Auge das Bild der Ungerechtigkeit ein. Der Tod entehrt nicht, die Geister glänzen in Herrlichkeit. Der Glaube besiegt alles. Seien wir dem Glauben ergeben. Lieber unter dem Bösen leiden, als etwas Böses tun. Hört die Worte von Fürst Vivek, wenn er siebenmal von den sieben Tugenden predigt. Tapferkeit, Kühnheit, Gerechtigkeit, Höflichkeit, Stolz, Großzügigkeit, Demut. Die Tugend der Tapferkeit. Danke für deine Tapferkeit, Fürst Vivek. Ich darf den Mut nicht verlieren und mich nicht abwenden, sondern muss meinen Feinden und meiner Furcht entgegentreten. Die Tugend der Kühnheit. Danke für deine Kühnheit, Fürst Vivek. Ich darf die Gefahr nicht meiden oder vorsichtigen Ratschlägen folgen, denn das Glück ist mit den Kühnen. Die Tugend der Gerechtigkeit. Danke für deine Gerechtigkeit, Fürst Vivek. Ich darf weder grausam noch rücksichtslos sein, denn mit gerechtem Handeln verdient man sich die Liebe, das Vertrauen und den Respekt unseres Volkes. Die Tugend der Höflichkeit. Danke für deine Höflichkeit, Fürst Vivek. Ich darf nichts Verletzendes oder Hartes sagen, sondern muss selbst von meinen Feinden respektvoll sprechen, denn gemäßigte Worte können den Zorn besiegen. Die Tugend des Stolzes. Danke für deinen Stolz, Fürst Vivek. Ich darf weder mich selbst noch mein Volk oder meine Götter in Frage stellen, sondern muss an ihnen und meinen angestammten Rechten festhalten. Die Tugend der Großzügigkeit. Danke für deine Großzügigkeit, Fürst Vivek. Ich darf nicht zorten oder stehlen und mich nicht mit unnützen Reichtümern belasten, sondern muss mit den meinen alles teilen. Die Tugend der Demut. Danke für deine Demut, Fürst Vivek. Ich darf nicht der Diener der hohlen Eitelkeit sein, sondern muss meinen Platz in der Welt kennen und dafür dankbar sein. Tja, dann könnten die beiden Bücher auch hier rein. Das ist die Sage von Morrowind, die leider leer ist. Und die davor wäre, aber nicht kein Platz mehr. Dann kommt das hier in das andere und dafür das hier Platz. Und das hier kommt auch hier drüben rein. Wunderbar, dann wiegen wir nur noch 196 Kilo. Okay. In dem Fall.
gehen wir wieder zurück. Sind wir jetzt schnell? Mal sehen, ob wir es bis nach vorne schaffen, ohne anhalten zu müssen. Beziehungsweise ohne die Wertrumrune eine neue benutzen zu müssen. Darauf habe ich nicht geachtet. Wir sind fast da. Da rechts war ein Weg hoch. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Leider ausgegangen. Der hat nichts. Koboldhaut. Koboldhaut und du da? Nichts. Okay. Da wäre ein Reh, aber das ist uns jetzt egal. Also der Weg ist wirklich so weit, Leute. Eine Wertrumrune reicht nicht komplett. Eine bessere Nutzung würde es ja fast gar nicht geben. So, ich habe vergessen, meinen Rucksack auszuleeren, Leute. Wir können also jetzt nichts vom Rucksack mitnehmen. Das ist blöd. So, dann packen wir da vorne jetzt die nächste Wertrumrune hin. Und dann kommt wieder Zeug weg. Also wir lassen das hier mal da, denn da eigentlich könnten wir das ja später mal mitnehmen. Ich würde jetzt, wenn möglich, die Zutaten gerne so weit wie möglich mitnehmen. Deswegen kommen wieder Waffen und Rüstungen weg. Magisa ist ja komplett fertig, Leute. So, dann könnten wir aber das hier mit weglassen. Und die Zutaten möchte ich, wie gesagt, mitnehmen. Dann mal sehen, was wir da noch alles wegpacken müssen. Thank you.
Sehr viel können wir leider noch nicht mitnehmen. Aber dass wir jetzt ein paar Mal hin und her gehen müssen, das war ja klar. Ich habe leider den Fehler gemacht, beim Händler auch sofort zu stehlen. Deswegen können wir ihn nicht hier verkaufen. Sondern müssen alles mitschleppen. Okay, wir haben eigentlich... Wir haben, glaube ich, nur noch die Zutaten, ja. Die Zutaten selbst sind schon zu viel. Okay. Das sind 7 Kilo. Ich hätte jetzt noch 2 Kilo. Leider sehe ich hier nichts für 2 Kilo. Na gut, dann müssen wir den Rest halt hier lassen, leider. Oh, nein, die sind... Sind zu viele. Der Blasebalg leider auch. Ja, schade. Na gut. Dann lassen wir das. Ich bin nicht liegen geblieben, Leute. Also nicht hingefallen. Wunderbar. Aber dass die Zutaten alleine schon zu viel sind, das ist heftig. Ich werde jetzt dann nochmal Zutaten mitnehmen. Damit die schon mal weg sind möglichst. Und den Rucksack darf ich nicht vergessen. Möglichst nicht. Das ging jetzt schneller aus als vorher. Ah nein, Moment mal. Hat länger gehalten. Wir sind schneller als zuvor. Glaube ich. Mal sehen, wie weit die Wertheim-Runde hält. Die hat ja bis hier irgendwo gehalten. Ungefähr jetzt. Ja, also ungefähr gleich. Okay, dann packen wir jetzt mal hier Zeug weg. So, der Ofen des Lehrlings. Wir haben hier drin Geselle. Alles Geselle. Okay, das heißt, der Lehrling-Ofen kann weg.
Das hier kann auch alles weg. Das wird alles verkauft. Ja, dann war es das auch schon. Sobald wir das Material hier noch weggepackt haben. Ich nehme jetzt diese mal erst, wenn wir an der Frau vorbei sind. Die ist jetzt dort hinten. Das sollte mir auch so gut vorbeikommen. Die letzte Wertrunde, Leute. Jetzt bin ich kurz am Steg hängen geblieben. Ja, blöd. Ich wusste, diesmal habe ich zwar daran gedacht, Leute, dass ich einen Kerzenständer in der Hand habe, aber ich habe vergessen zu kontrollieren, ob mein festes Wasser noch läuft. Blöd. Mehr Wertrimmrunden bräuchten wir. Ich meine, das war ja jetzt letzte. Das heißt, den Rückweg jetzt dann, den müssen wir schon ohne gehen. Und den Hinweg dann auch. Ziemlich blöd. Könnten mal versuchen, hier hochzukommen. Nein, leider nicht. Würde es hier schon gehen? Nein. Hier? Nein. Nein. Ja, also dann müssen wir das über den Weg machen. Ein paar Schlammkrabben verfolgen uns, aber das ist uns egal. Oder mir zumindest. So, mal sehen, wie viel das der Rest jetzt noch ist. Immer noch 1.500. Ja, 100 Kilo weniger. Die zwei lassen wir hier, die können wir später noch mitnehmen. Die Zutaten würde ich gerne mitnehmen. Also lassen wir die Waffen wieder hier. Okay. Kleidung lassen wir auch mal hier. Und dann die beiden würde ich jetzt gerne mitnehmen. Und dafür weniger von hier.
Wir haben ja Flint, zwei Stück. Zwei Stück würden nicht reichen. Schade. Immer noch ganz schön viel. Es geht nicht. Wow, ich trage jetzt nur noch. Ich trage nur noch diese drei mit, Leute, und das ist schon zu viel. Okay, ein bisschen was geht noch. Das sind jetzt noch 7. Perfekt. Also diese beiden hier, Leute, das ist schon quasi zu viel. Wow. Naja.